Hallo, zweites Video zum Thema Color Laser Jet 2840. Wir bauen jetzt mal die Trommeleinheit aus, um sie zu reinigen. Beziehungsweise, sofern also jetzt hier möglicherweise gesagt wird, dass die Trommeleinheit gewechselt werden muss. Das ist hier theoretisch auch bald der Fall, aber das kann man momentan ignorieren. Dann macht man also den Drucker auf. So, und dann hat man also hier die Trommeleinheit. Also auch wenn man einen Papierstau hat, das passiert ja gerne mal, dass der hier irgendwo unter der Trommel hängt, dann muss man die ja ausbauen. Und das funktioniert einfach so, indem man es einfach hier so greift und dann so nach in die Richtung schwenkt und dann rauszieht. Und dann kann man diese komplette Einheit ausbauen. So, und dann sieht man halt hier, wie das da unten aussieht. Das könnte man auch nochmal sauber machen, wie wir das hier schon mal hatten. So, und die Trommeleinheit als solches zeige ich gerade mal kurz. Da, also hier ist die Trommel drunter. Die sieht noch nicht mal so schlecht aus. Die kann man theoretisch auch noch mal nutzen. So, und das Problem ist halt, die haben halt ein Zählwerk drin. Und wenn halt eben das Zählwerk sagt, die Trommel ist verbraucht, dann muss man sie leider tauschen. Das ist halt ein bisschen doof bei solchen Druckern. Das ist so eine übliche Eigenschaft. So, hier unten ist dann das andere Transferrolle, Transferband beziehungsweise das ist ein Transferband. Das sieht man hier, wenn man hier hinten reinleuchtet, das ist also keine Rolle, sondern ein Transferband. Und ja, das wird auch gerne mal dreckig. Sieht jetzt aber hier ganz gut noch aus. So, ja, und dann müsste man also auch hier mal das ein bisschen raussaugen, dass hier der Dreck ein bisschen weg ist. Und ja, Einbau ist dann in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, man nimmt das Ding, führt das hier mit diesem dicken Bolzen hier hinten in die hintere Führung ein. Setzt es also hochkant ein, das ist wichtig. Also so, da wo dieser grüne Pfeil ist wieder, schiebt das hochkant rein und dann schwenkt sich das ja mehr oder weniger schon automatisch nach vorne und rastet ein. Das war es dann eigentlich auch schon. So, dann kann ich das wieder zumachen. Hier oben will er wieder das Thema mit der Häkchentaste. Und dann wird der Drucker initialisiert. Soweit, so gut.